Heute am 18.10.2023 fand in der Christkönigkirche in Ludwigshafen-Oggersheim die Gedenkandacht für Jonas Sprengert und Sascha Kraft statt. Taggenau vor einem Jahr wurden die beiden ohne Grund bei einer Messerattacke durch einen somalischen Flüchtling grausam getötet. Ein weiterer Mann überlebte schwer verletzt den Angriff. Über 180 Trauergästen waren gekommen. Neben den Angehörigen waren auch Freunde, bekannte Arbeitskollegen und Kommunalpolitiker zur Andacht erschienen. Auch Feuerwehreinsatzkräfte, die an dem Tag im Einsatz waren, nahmen an der Veranstaltung teil. Bei ihnen bedankte sich Vater Kurt Sprengert nochmals persönlich. Wie fühlen Sie sich jetzt? Wie wichtig ist es für Sie für die Trauerbewältigung? Wir sind erstens mal total überrascht, dass hier so viele Menschen erschienen sind hier zur Andacht. Und es ist ein ganz tolles Erlebnis für uns alle, glaube ich, dass wirklich so viele Menschen mit uns das Leid jetzt teilen und auch hier nochmal, dass wir da hier an der Stelle zusammenkommen. Ne? Also es war sehr überwältigend auch für unsere Familie und für die Familie Kraft natürlich auch und sehr schön. Das vergangene Jahr, wie schwer war es für Sie? Ja, bewältigt habe ich das auch durch den Psychologe, ne? Intensive psychologische Betreuung und ja, das hat uns natürlich sehr geholfen. Es ist natürlich noch nicht weg, vergessen kann man das nicht. Der Schmerz ist nach wie vor groß, aber man kann ja etwas besser damit umgehen mit der Situation. Wie wichtig ist der kirchliche Beistand? Oh, ich weiß nicht, ob uns manchmal Gott verlassen hat oder ich weiß nicht, wo ich eigentlich hingehöre, muss ich ganz ehrlich sagen. Alle Besucher der Trauerandacht bekamen am Eingang ein Teelicht, die sie während der Andacht anzündeten. Diese Symbolik soll ein Lichtblick sein in der Dunkelheit der Trauer. Kutan Immobilien, meine Nummer 1, Ihr Makler in der Metropolregion. Kutan Immobilien.